Hallöchen zusammen. Ich hatte heute wieder den ganzen Tag mit der Hitze zu kämpfen, mit dem Kreislauf, mit Kopfschmerzen. Ich habe wirklich mehr als genug getrunken. Ich habe über den Tag verteilt 5 Liter getrunken. Da war alles dabei. Mineralwasser, Kranwasser, Apfelschorle, ein bisschen Saft, ein bisschen Cola. Das war halt einfach bunt gemischt, aber es hat dann auch nicht wirklich geholfen. Ich bin froh, dass es sich morgen abkühlen soll. Gerade blitzt und donnert es draußen und ich habe gerade von einem Kollegen erfahren von Mo, dass in Duisburg ein Hagelunwetter runterkommt und zwar mit so Tischtennisball-großen Hagelkörnern und ich hoffe, dass uns das hier erspart bleibt, weil ich dann ein bisschen Sorge um mein Auto hätte. Ja, aber es fängt jetzt auch schon an zu donnern und zu blitzen, von daher bin ich mal gespannt, ob ich euch morgen früh etwas zu berichten habe. Ja, es ist heute dementsprechend wenig passiert. Ich hatte wieder auch Probleme mit dem Schlafen einfach. Das kommt halt alles dann zusammen bei dem Wetter und ich bin einfach mega froh, dass es sich jetzt in der Nacht abkühlen wird und dass es morgen deutlich angenehmer wird mit so 24, 25 Grad hier in Essen. Ja, morgen Vormittag bin ich kurz bei Steffi in der Wohnung. Der Heizungsmonteur kommt und die haben bei der Wartung halt zwei kleine Probleme festgestellt mit der Heizung und das wird morgen repariert und Steffi ist halt wieder arbeiten. Ich habe morgen frei. Von daher werde ich mich da morgen mal wieder in ihre Wohnung setzen und werde auf den Heizungsmann warten. Ja, ansonsten habe ich morgen gar nicht so viel geplant. Ich möchte hier gerne noch ein paar Sachen erledigen, ein paar Kleinigkeiten und möchte morgen eigentlich dann endlich wieder einen produktiven Tag einschieben. Ja, ich habe euch jetzt gerade wirklich nichts zu erzählen. Dadurch, dass ich heute auch sehr viel Zeit auf dem Sofa verbracht habe, haben wir jetzt schon 10 vor 3 und ich bin nicht wirklich müde. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen zu schlafen. Ja, ich hoffe, ihr seid wesentlich besser durch die Hitzewelle gekommen als ich und ihr habt einen entspannten Tag erlebt. Ich gehe jetzt pennen, versuche es zumindest und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder, wenn ich aufstehe. Von daher, Leute, entschuldigt nochmal diesen Vlogausfall. Mir geht das echt nicht gut. Ich sag dann jetzt mal gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh.